Die wird am meisten verwendet. Die kann man so verwenden, so bis 160 Quadratmeter für so ein kleines Häuschen. Die Empfehlung ist, oben auf den Dachboden stellen, weil sie kegelförmig die Energie nach unten bringt, aber auch ein Pulsarfeld, ein rundes aufbaut. Wir haben hier unten eine Energiekordel, die sollte so Richtung Norden grob ausgerichtet werden. Das hat magnetische Gründe. Hier haben wir noch energetische Button, die hier aufgebracht worden sind. Das ist alles ein sehr ausgeklügeltes System. Die Antenne, die kann man rausschrauben, ja, aber die wird so kompakt geliefert. Hier ist eine Polarisationsscheibe drin, die auch von Lakowski und Tesla mal entwickelt wurde. Damit haben die experimentiert. Ein offener Schwingkreis und geschlossener Schwingkreis baut dann nochmal so ein Energiefeld mit von innen auf. Und wir haben hier noch einen energetischen Button in der Mitte aufgebracht. Im Außen, wo die Wicklung ist, ist nochmal ein Kristallrand aufgebracht, wo verschiedene spezielle Kristalle sind und ein paar Goldflocken.